Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr habt eine Weile nichts mehr gehört. Ich hatte auch nicht wirklich was zum Aufnehmen. Jetzt ist es aber wieder soweit. Wir haben mal ein, zwei Spielchen wieder im Sortiment, über das es sich mal lohnt, Videos zu machen. In den letzten Wochen, Monaten war ich ja eher mit Arma bzw. CSGO beschäftigt. Vor allem CSGO frisst da ziemlich viel Zeit und da lohnt es nicht, sich nicht unbedingt immer besonders viel Content rauszubringen, wenn man jetzt nicht gerade so ein Global Elite-Typ ist, der ich ja leider noch nicht bin. Ja, jedenfalls, wir haben jetzt zwei Spiele im Petto, über die ich gerne ein Video machen würde und das eine davon seht ihr hier, das ist Factorio, über das ich gleich noch genug Worte verlieren werde. Und das andere ist Stardew Valley, das ja, der liebe Subby mir geschenkt hat. Völlig unerwartet. Und ja, danke Subby an dieser Stelle. Ich werde mir das demnächst zu Gemüte führen. Ich wollte es extra noch nicht spielen, damit ich mir die gesamte anfängliche Atmosphäre nicht verderbe fürs Video. So, das heißt, Stardew Valley, wenn es da kommt, wenn ich die Videos mache, kommen dann blind. Zumindest ist das der Plan. Factorio, kommt nicht blind. Da habe ich jetzt schon ein paar Stunden reinstecken müssen im niedrigen zweistelligen Bereich. Hat den Grund, dass es ziemlich komplex ist und ziemlich schwierig zu lernen. Deswegen wollte ich zumindest erstmal die Basics alle können, alles vielleicht ungefähr mal gesehen haben, wo es hingehen kann. Und das habe ich gemacht. Und kann jetzt ungefähr beurteilen oder sagen, wie ich das Spiel spielen könnte oder wie eine bestimmte Taktik aussieht. Factorio, was ist das für ein Spiel? Ich würde es kurz beschreiben mit, man ist ein, wie sagt man, ja, man ist so ein bisschen ein Gestrandeter auf einem Planeten, auf einer Welt. Und diese Welt ist voll mit Aliens, die sich vermehren mit der Zeit und uns auf die Nerven gehen und uns ans Menschenleder wollen. Sofern wir denn ein Mensch sind, genau kann ich das jetzt nicht erkennen. Auf jeden Fall sind wir ein humanoides Wesen. Und ja, wir müssen Rohstoffe sammeln und ihr seht vielleicht am Hintergrund schon, worauf es nachher hinausläuft. Natürlich sammeln wir die nicht alle per Hand, sondern wir bauen große Industrie auf. Also große Industrieanlagen, große Produktionsketten, Automatisierung. Genau das ist der Kern von Factorio. Und ihr werdet nachher auch gleich sehen, warum. Also das ganze Spiel dreht sich um Automatisierung, clevere Optimierung. Ja, das und vor allem natürlich Planung. Also Planung ist hier auch sehr wichtig. Alles klar, wir starten am besten mal ein neues Spiel. Und hier kann man ein paar Sachen noch auswählen, die ich mir noch gar nicht angeguckt habe das letzte Mal. Eieiei. Ah, wir machen mal Wasser Big, weil ich hatte bisher nicht wirklich viel Wasser. Schauen wir doch mal. Iron machen wir auch mal big. Ich hätte gerne große Eisenvorkommen. Der Rest ist nicht so wichtig für mich. Na, Oil. Doch, Oil machen wir nochmal big. So. Enemy Bases. Starting Area. Okay, was ist das? Was ist ein Starting Area? Ich habe keinen Plan. Peaceful Mode. Enemies never attack first. Nee, das lassen wir an. Sonst wird es vielleicht ein bisschen zu langweilig. Terrain Segmentation. Weiß jetzt nicht genau, worauf sich das alles auswirkt. Ich lasse das mal auf normal. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt immer noch die gleiche Chance von Vorkommen, aber Öl und Wassereisen ein bisschen größer dann, wenn sie dann vorkommen. So. Das ist das. Brauche ich noch irgendwas? Nö. Wir generieren einfach mal und springen jetzt direkt rein. Und das sind wir auch schon. Ja, das ist Freeplay. Wir sind auf einer Wüste gelandet. Oh, eine Wüste hatte ich ja noch gar nicht.
Okay, ich hatte bisher immer so eher so, was ist das, Steppe leicht bewaldet. Und wir sehen gleich zwei riesige Eisenvorkommen. Ein Kohlevorkommen, noch ein Eisenvorkommen, zwei mittelgroße Kupfervorkommen. Viel Öl, wenig Holz. Wenig Holz ist, das könnte am Anfang ein bisschen doof sein. Am Anfang brauche ich immer noch ein bisschen Holz. Wird nachher nicht mehr so wichtig, aber gerade zum Anfang. So, Crafting. Wir müssen erstmal Sachen craften. Wir haben hier verschiedene Kategorien, aus denen wir craften können. Quasi Zwischenprodukte, Waffen, Produktion und alles, was mit Logistik zu tun hat. Wir haben hier unten ein Spielerinventar, also ein Kurzinventar, alles, was wir quasi equipped haben. Wir haben unten eine Schnellauswahl und wir haben das normale Inventar. Ähnlich wie bei Minecraft kann man die Items ja, ganz normal stacken. Jedes Item hat eine bestimmte Maximal-Stack-Größe. Und was gibt es noch zu sagen? Was gibt es noch zu sagen? Ja. Erstmal nichts. Wir craften uns nämlich erstmal. Haben wir schon eine Spitzhacke? Nee. Wir haben nur so ein Standard-Tool. Genau. Wir machen es hier erstmal so ein Iron Axe. Eigentlich ist es eine Pickaxe, aber ist okay. Sollte mir recht sein. Holen wir uns erstmal ein bisschen Holz. So rar es hier auch ist. Auf jeden Fall ressourcenreich hier. Nicht besonders schön die Landschaft, aber ressourcenreich. Könnte interessant werden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mag oder hasse aktuell. So, ich muss erstmal ein bisschen Eisen noch mit. Ein bisschen brauchen wir nämlich. Merkt schon, das dauert hier eine gewisse Zeit, bis man hier durch ist. Das Ganze kriegen wir natürlich später deutlich schneller hin. Noch ein bisschen Stein mitnehmen. Ich glaube, das wird am Anfang auch viel gebraucht. So, wie sieht's aus? Wir haben Holz, wir haben das. Wir wollen uns eventuell sowas hier bauen, da brauchen wir mehr Eisen. Alles klar, wir stellen uns also erstmal einen Ofen auf. Da brauchen wir Kohle da hinten. Ist unsere einzige Kohlequelle. Okay. Schade erstmal. Bei so wenig Holz, so wenig Kohle vorhanden. Schmelzen wir erstmal das Eisen ein. Brauchen wir ein bisschen. Bisschen Kohle. Und rein damit. Dann können wir uns jetzt hier so einen, ja, wie soll man sagen, so einen anfänglichen Mining Drill, also ein Bohrer. Letztendlich anschaffen, der jetzt für uns hier schon kräftig nach Eisen farmt. Und ja, er hat hier so einen Output. Hier nimmt er halt das Eisen. Er nutzt aktuell Sachen zu verbrennen, also er ist ein Verbrenner. Müssen also immer Kohle oder sonst was nachlegen, Brennstoffe. Und jetzt packt er hier fleißig das Eisen in die Kiste für uns. Das heißt, er macht das schon mal automatisch. So. Jetzt müssen wir wieder das reinpacken. Ich glaube, wir sollten Kohle als nächstes nehmen. Dann hätten wir schon mal die beiden wichtigsten Sachen für den Anfang schon mal automatisiert. Oder was heißt automatisiert, aber schon mal müssen wir nicht mehr selber machen, das ist schon mal schön. Der Start ist etwas zäh im Vergleich zu der Geschwindigkeit, die das Spiel später aufnimmt. Ich habe das Gefühl, als ich meine Forschung etwas automatisiert habe, ja, das können wir nachher auch, dann
ist das Spiel so schnell explodiert, dass ich gar nicht mehr hinterherkam mit der Planung und Versorgung und ja, das geht ziemlich fix. Mach ich gleich den nächsten. So, dann kommt jetzt die Kohle raus. Das wird Holz. Nee, Holz brauche ich eigentlich noch als Rohstoff. Machen wir da richtig Kohle nach. So, jetzt. Ackert jetzt für uns. Hier haben wir wieder Eisen. So, damit hätten wir das. Die können wir jetzt erstmal arbeiten lassen. Können erstmal weiter gucken. Da unten ist auch noch Stein. Da unten ist nochmal wieder Kohle und Kupfer. Wieder ein riesiges Eisenfeld. Eieiei. Das ist aber eine Menge. Ich glaube, so ein großes Feld habe ich noch nie gesehen. Dafür Kohle. Hier ist ein ganz mickriges Kupferfeld. Nochmal Kohle. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, interessant. Die Map ist etwas anders, als ich sie sonst bisher hatte. Aber das könnte es durchaus interessant machen. Leider keine Bäume hier, also es ist ein bisschen schade. Ich vermisse die Vegetation jetzt schon ein bisschen. Falls die Map nachher zu sehr langweilig wird, dann werden wir auch wechseln, denke ich mal. So, jetzt haben wir hier fleißig Eisen gefarmt. Kommt gleich den nächsten. Ja, wir müssten mal. Was braucht der Stone Furnace? Stein. Genau. Deswegen ist das Stone Furnace. Bauen wir uns noch ein Minengerät für den Steinabbau. Fünf reichen. Ja. So. Eben gebaut. Aufgesetzt. Jetzt habe ich natürlich keine Kohle. Und ich habe gerade noch so ein bisschen Holz für eine Kiste, die dahin kommt. Also nehmen wir ein bisschen Holz. Okay. Läuft an sich schon mal ganz gut hier. Auch alles sehr dicht beieinander. Also das kenne ich sonst nicht von den Maps. Die ich sonst hatte, waren... Vielleicht liegt das daran, dass ich hier so viel Wasseranteil habe. Ich hatte sonst eine riesige Landmasse und alles sehr verstreut und unter Waldboden verdeckt. Musste man erstmal alles freikloppen. Hier sind wir etwas... ja, in der Tat freier. Freier, was das betrifft. Nur leider müssen wir jetzt noch ein paar Minuten wahrscheinlich blöd rumfahren, bis wir dann zu einigermaßen etwas kommen hier. Oh, 20 Steine haben wir da jetzt schon bekommen. Ich will gleich den nächsten bauen, nämlich für Kupfer zum Beispiel. Dass wir gar nicht lange fackeln. Und wir sollten noch einen für Kohle machen. Kann ich noch Kohle abbauen? Wobei es geht eigentlich so viel, brauchen wir ja gar nicht. So, wieder eine Kiste. Davor setzen. So. Wenn wir dann erstmal weiter fortgeschritten sind, ihr seht, die machen ja alle so ganz schön viel Qualm.
verschmutzen auch die Umwelt tatsächlich. Was gar nicht so gut ist, denn die besagten Aliens werden angelockt durch eben diese Verschmutzung. So wie ich das gelesen und gehört habe, genau bestätigen kann ich es tatsächlich nicht. Werden davon angezogen und genau aus dem Grund sollten wir dann vielleicht auch schnellstmöglich auf Strom umsteigen. Und Strom ist natürlich viel einfacher. Elektrische Energie ist viel leichter zu transportieren, als die Kohle ist, wenn man jetzt schlemm. Allerdings werdet ihr sehen, für die Öfen können wir natürlich nicht auf Brennstoff verzichten. Zumindest nicht ohne weiteres. Nicht, dass ich wüsste zumindest. So, der kriegt auch gleich Kohleproduktion verdoppelt. Noch mehr Eisen. Ja, ach so, einige Eckdaten zum Spiel habe ich ja völlig aus Acht gelassen. Das Spiel. Ein Spiel von einem relativ kleinen Entwicklerstudio, ich glaube aus Tschechien oder Polen. Aktuell relativ neu rausgekommen, kostet, ich glaube, 20 oder etwas unter 20 Euro. Ne, ich glaube, es waren ziemlich genau 20. Und ja, gibt es halt auf Steam, ist jetzt gerade in der Release-Version rausgekommen, das heißt, die Alpha lief schon eine ganze Weile, konnte man schon ein bisschen testen. Und nachdem ich das Spiel erst ein bisschen vernachlässigt hatte nach der Alpha oder in der Alpha, und es für nicht interessant hielt, bin ich dann jetzt doch im Nachhinein umso mehr drauf gestoßen und war verwundert, dass es mir doch sehr gefällt. Dementsprechend dann gleich geholt, versteht sich. Ja. Das Ende des Spiels hat mich sehr überrascht. Ist aber vielleicht nicht jedermanns Sache. Denn es ist teilweise bockenschwer, wenn man es nicht richtig plant, und am Anfang hat man überhaupt keinen Plan, was man zu planen und zu tun hat. Das Spiel sagt einem nicht besonders viel. Und ja, man muss auch erstmal lernen, wie die ganzen Systeme funktionieren, wie man die Laufbänder zu legen hat, wie ich richtig an Strom komme mit entsprechenden Wasserdampfkraftwerken und so weiter. Das ist nicht ganz, wie sagt man denn? Das war gerade nicht ein. Intuitiv, richtig. Ist nicht sehr intuitiv. Fand ich zumindest. So, jetzt noch auf den Kupfer. Nehmen wir gleich wieder mit. Lass uns noch durchbrennen. Ich stelle mir noch eine Kiste hin, damit wir hier zur Not irgendwas reinpacken können, was überschüssig ist. Ah, hier wird ja noch ein neues Tool basteln. Und dann machen wir gleich mal hier Folgendes. Ihr seht schon, es ist nicht besonders schön, hier die zwei Kisten nebeneinander zu haben. Vor allem, wenn wir jetzt hier noch mehr von diesen Mining-Duels haben. Ich kann natürlich hier einfach den kompletten Inhalt rausnehmen. Aber muss man halt auch dann entsprechend 10, 20 Mal machen, je nachdem, wie viel man hat. Besser ist es hier, ein Rollband zum Beispiel zu verlegen. Hier dann einen Greifarm hinzustellen, der dann hier die entsprechenden Waren oder Rohstoffe in die Kiste packt für uns. So, der läuft mit Dampf, das heißt, er muss verbrennen. Da muss also immer wieder Kohle nachgelegt werden. Die sind also nicht sehr. Also, man sollte die relativ schnell abschaffen, man sollte sich gar nicht groß dran gewöhnen. Aber anfangs geht es erstmal nicht anders. So, jetzt haben wir von beiden Kraftwerken
Kraftwerk schon. Beinminen. Die Kohle in der Kiste. Gibt jetzt das Kupfer rein. Und dann werdet ihr erstaunt sein, was wir schon alles Neues, Tolles machen können. Als nächstes bauen wir die Sachen hier. Ah ja, wo ich hier gerade schön am Rumcraften bin, wie ihr vielleicht seht, haben wir unten so eine Art Crafting-Task-Liste. Und die ist sehr praktisch. Denn anstatt wie bei Minecraft oder anderen Spielen jedes Zwischenprodukt erstmal vorcraften zu müssen, um dann das größere Produkt herzustellen oder das größere Item, wird euch hier einfach angezeigt, was ihr dafür benötigt letztendlich, also was an Gesamtressourcen ihr braucht, und er craftet dann die Zwischenschritte, wie jetzt hier die Stone Furnace und die Pipe, einfach zwischen für euch. Das heißt, es dauert dann einfach länger, aber solange ihr die Rohstoffe habt, müsst ihr euch nicht darum kümmern, was ihr dafür jetzt alles zwischencraften müsst an Schritten. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Könnten sich andere Spiele gerne mal abgucken. Ja, wir haben hier einen kleinen Anfang gewagt. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert ganz gut. Ich habe das jetzt nämlich mal mit OBS gemacht, statt früher mit einem richtig alten Video-Recorder. Nein, wie nennt das man? Screen-Recorder. Deswegen, ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen und ihr guckt auch das nächste Mal bei Factorio rein, wenn wir nämlich anfangen mit Forschung und Ähnlichem. Also, ich sehe euch nächstes Mal.